Beste Idee ist, sich beim Spaghetti essen zu filmen. Man blockiert sich damit einfach nur selber. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wie du schon im Titel gelesen hast, habe ich mir für heute mal was Neues überlegt. Und ich habe mir gedacht, wir essen jetzt einfach gemeinsam, weil ich habe schon wirklich Hunger und will aber noch das Video drehen. Und während ich esse, möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mich in letzter Zeit sehr oft beschäftigt hat. Ja, schauen wir mal, ob das gleich chaotisch wird wie das Backen und Reden, also ob ich dann vergesse jetzt zu essen und nur noch rede oder ob ich das beides schaffe. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus, weil ich habe wirklich schon Hunger. So, ich habe mein Essen da hinten versteckt. Jetzt. Ich dachte, im Intro schaut es nicht so nice aus, wenn das da steht. Ich lasse mal einen Schluck trinken. Und ja, ich sitze jetzt am Boden, während ich mit euch esse. Aber ich sitze auch sonst sehr gerne am Boden. Ich finde, man kann alles am Boden machen. Boden ist immer super. Okay, falls ihr wissen wollt, was ich da jetzt esse, blende ich euch einmal eine schöne Aufnahme von meinem Essen da unten ein. Auf jeden Fall ganz was Spezielles. Nudeln mit Tomatensauce, oh wow. Jetzt denkt sich jeder so, die hatte mal einen Kochkanal und isst Nudeln mit Tomatensauce. Aber manchmal sind es einfach die einfachen Dinge, auf die man gerade Lust hat. Gott, ich kann das gerade nicht umrühren. Auf jeden Fall habe ich in die Soße noch Zucchini reingegeben und habe gerade zum ersten Mal ein veganes Pasta-Topping ausprobiert. Wobei ich sagen muss, ich hatte schon mal Nudeln mit Hefeflocken und das fand ich nicer als das jetzt. Das schmeckt einfach nur nach Nüssen, also da hätte ich auch einfach Cashewnüsse und Mandeln selber drauf geben kann. Ne? Aber egal. Und übrigens, ich bin nicht vegan, vegetarisch, aber ich probiere gerne neue Dinge aus und ich versuche auch, wenn ich zu Hause koche, zumindest eine Mahlzeit vegan zu essen. Ja. Und ja, das sind jetzt auch diese Low Carb Proteinnudeln von Rechers. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Zählt das jetzt als Werbung? Aber ich liebe die. Die schmecken einfach wie normale Nudeln. Und deswegen ist jetzt auch keine extra Proteinquelle oder irgendwas drinnen, weil ich sonst eh schon genug Protein gegessen habe. Also ja, alle, die mir auf Instagram folgen, werden jetzt sagen, oh mein Gott, sie isst mal kein Planted Chicken. Was ist da passiert? Aber ja, es gibt auch diese Tage, wo ich mal kein Planted Chicken esse. Ja, Mahlzeit. Okay. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich die beste Idee war, Spaghetti zu machen in einem Video, wo ich mich filme beim Essen. Wahrscheinlich eine ganz schlechte Idee. Also falls ich mich jetzt gleich komplett einsau, dann tut es mir wirklich leid, dass ihr dabei zuschauen müsst, gell? Ja, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist unser innerer Kritiker. Also zumindest bei mir ist es so, dass ich mit mir selber viel, viel, viel kritischer bin als mit anderen und oft dadurch quasi eine innere Stimme in mir mich davon abhält oder davon abgehalten hat, mein Leben so zu leben, wie ich es leben möchte und genauso auch beim Training so zu trainieren, wie ich es möchte. Weil dann irgendwelche komischen Glaubenssätze kommen und irgendwelche komischen Gedanken und komische Zweifel, die einen abhalten, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Und beste Idee ist, sich beim Spaghetti essen zu filmen. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Viola, hast du das? Ja. Gut. Also was meine ich jetzt genau damit? Zum Beispiel sind das bei mir Dinge, dass ich immer Erwartungen an mich gestellt habe, die verknüpft waren damit, dass ich dann etwas in die Tat umsetzen darf, was ich möchte. Zum Beispiel, du musst so und so aussehen, damit du auf Instagram ein Video hochladen kannst, wie du trainierst, zum Beispiel. Was ja total dumm ist, weil wer sagt das, dass man dafür ein gewisses Aussehen haben muss? Meistens erwarten das die anderen nicht, aber man erwartet das halt selber von sich. Oder auch ganz, ganz, ganz was Schwieriges, dass man alles wissen muss, bevor man sein Wissen in einem Bereich weitergeben darf. Und man wird nie alles wissen, weil wir alle entwickeln uns weiter. Es gibt immer neue Erkenntnisse, neue Studien. Dann könntest du nie irgendwas beginnen, wenn du es nur machen kannst, wenn du alles darüber weißt, weil du wirst dein ganzes Leben lang nicht alles wissen über ein bestimmtes Thema. Und das sind halt Dinge, die einen quasi dann am Vorangehen und Vorankommen hindern. Und oft ist es halt auch einfach das Ego, dass man sich nicht eingestehen möchte, dass man sich irgendwo geirrt hat oder getäuscht hat.
Und dann versucht man sich quasi vor Fehlern zu beschützen, indem man gar nicht erst losgeht, weil dann kann man ja auch nichts falsch machen. Und aber gleichzeitig kann man sich auch nicht weiterentwickeln. Also man blockiert sich damit einfach nur selber. Und das Gleiche ist beim Training. Also ein banales Beispiel. Viele haben ja anfangs, wenn sie anfangen ins Fitnessstudio zu gehen, ich glaube gerade Frauen, oft so im Kopf, und das war bei mir am Anfang auch, wenn du die Übungen noch nicht kannst, dann fühlst du dich unwohl, hast das Gefühl, jeder schaut dich an und jeder denkt so, oh Gott, was macht die da für einen Blödsinn? Und wenn du dann denkst, oh Gott, nein, die Übung mache ich nicht, weil die kann ich nicht, und dann schauen mich alle blöd an, dann wirst du sie aber nie lernen, weil wenn du sie nicht machst, wie willst du sie dann erlernen? Also es gibt einfach Übungen, du kannst halt nicht zu Hause üben und dann gehst du ins Fitnessstudio und dann präsentierst du. Ich meine, das Fitnessstudio ist auch keine Bühne, wo wir uns präsentieren sollten, sondern wir gehen dorthin, damit wir wachsen, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir neue Sachen lernen und nicht damit wir hingehen und zeigen, was wir schon können und dann wieder nach Hause gehen. Also meiner Meinung nach ist das nicht der Sinn von Training und auch nicht der Sinn von einem Fitnessstudio. Das nächste ist auch, wenn Leute sagen, na, ich filme mich nicht beim Training, nimmt man sich auch selber so viel Entwicklungspotenzial, indem man quasi den anderen die Macht gibt und sagt, naja, mir ist es so wichtig, was die anderen Leute denken. Wenn die sehen, dass ich mich filme, wer weiß, was die dann denken. Und ich weiß, es gibt aber viele, die das deswegen nicht machen. Aber du kannst so viel mitnehmen draus, wenn du dich selber filmst, weil du siehst einfach deine Ausführung nie im Spiegel so, beziehungsweise es gibt auch Übungen, da darfst du gar nicht in den Spiegel schauen, weil sonst die Übungsausführung wieder nicht passt. Und du wirst einfach so viel mitnehmen können davon, wenn du dich filmst und wenn du sagst, mir ist das egal, was die anderen denken. Meistens denken die gar nichts Schlimmes. Also, ich meine, die meisten sind eh dort, weil sie trainieren wollen und sich auf sich konzentrieren. Und das ist komplett egal, ob, was da die anderen Leute machen. Aber ja, mit solchen Glaubenssätzen oder solchen Gedanken oder solchen Zweifeln blockiert man sich einfach nur selbst bei seiner Entwicklung, bei seinem Fortschritt, bei seinem Progress. Egal, woran ihr zweifelt, egal, welche Stimme sich bei euch meldet, das waren jetzt mal Alltagsbeispiele und Trainingsbeispiele. Aber ich denke, ihr wisst am besten selber, wo ihr euch selber kritisiert, wo ihr euch anzweifelt und versucht mal genau hinzuhören, was diese Stimme euch sagt. Versucht auch zu reflektieren, wovon die euch jetzt abhält, was ihr machen würdet oder könntet, wenn die Stimme nicht da wäre. Und dann versucht eure Zweifel anzuzweifeln. Weil wir stecken immer so viel Energie rein, uns selber anzuzweifeln. Wir könnten ja die ganze Zweifelenergie mal nutzen, um die Zweifel anzuzweifeln. Also was meine ich jetzt damit? Ihr könnt versuchen, die Perspektive zu wechseln zum Beispiel. Und euch zu überlegen, wenn jetzt jemand anderer mit diesem Problem zu euch kommt, ein Freund, eine Freundin, und was würdet ihr denen dann raten? Würdet ihr dann als außenstehende Person sagen, ja, nein, mach das nicht, auf keinen Fall kannst du das machen? Nein, wahrscheinlich würdet ihr sagen, mach das, trau dich, es kann nichts Schlimmes passieren, und würdet ihr eure Freundin, euren Freund eher motivieren, dadurch diese Angst durchzugehen. Und genauso könnt ihr das mit euch selber auch machen. Und auch umgekehrt, stellt euch mal vor, ich glaube, wir alle haben schon jemanden im Fitnessstudio gesehen, der sich selber filmt, oder wir alle haben schon jemanden gesehen, der eine Übung das erste Mal macht und nicht perfekt macht. Und ich für meinen Teil, wenn ich so jemanden sehe, dann finde ich das immer cool, dass die Leute das machen und würde niemals denken, oh Gott, was macht der da, was macht die da? Also, wie gesagt, geschweige denn, wenn es einem überhaupt auffällt, weil meistens ist man eh in seinem Modus und auf sein eigenes Training fokussiert. Aber wenn man das halt sieht, dann, ich persönlich denke mir nie was Schlechtes drüber. Deswegen, wieso sollten andere was Schlechtes dann über dich denken? Und selbst wenn, ist das nicht dein Problem. Weil, warum solltest du deinen eigenen Fortschritt für andere aufgeben oder hemmen oder limitieren? Deswegen versucht es einfach mal, mit euch selber nicht so perfektionistisch zu sein, wenn ihr das Thema auch habt, und eure Perspektive zu wechseln und mit euch so umzugehen, wie ihr es mit einem guten Freund oder einer guten Freundin würdet. Und traut euch, neue Dinge auszuprobieren und neue Wege zu gehen und neue Übungen zu lernen, aus eurer Komfortzone raus. Und ja, ich wünsche euch dabei
Viel Erfolg. Ich lasse mir jetzt noch den Rest von meinem Essen schmecken. Schaut auch gerne bei mir auf Instagram vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat oder geholfen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, wie es euch so damit geht, was eure Erfahrungen damit sind. Wenn ihr noch kein Abonnent von dem Kanal seid, dann lasst gerne ein Abo da. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Tschüss! I'm not falling, I'll push all my chips and call